Mit einer To-Do-Liste wirst du die Post-its rund um dich los. Du schreibst dir mitten in der Nacht auch keine E-Mails mehr und wirst endlich das Gefühl los, den Überblick zu verlieren. Wie du mit einer To-Do-Liste deine Aufgaben wirklich im Griff hast und deinen Kopf frei für Höherwertiges hast, erfährst du in diesem Video. Dann hast du alle Aufgaben, deine spontanen Ideen, deine Inspirationen an einem Ort leicht planbar und kannst so das Beste aus deinem Tag herausholen. Das beste, alternativloseste Tool, was ich mir je vorstellen kann, ist Outlook. Damit hast du ein wichtiges Planungsinstrument und wirst dann auch damit The Magic auslösen. Ganz kurz bevor wir starten, abonniere diesen Kanal, damit du von weiteren besonderen Funktionen profitierst, die jetzt schon direkt vor dir liegen und von denen du eigentlich gar nicht weißt, dass es die gibt. Jetzt zeige ich dir The Magic, nämlich wie du zum Beispiel aus einer E-Mail mit einem Klick sofort eine Aufgabe machst. Außerdem zeige ich dir, mit welcher Outlook-Einstellung du die Führung über deinen Tag behältst, statt dich im Posteingang zu verzetteln. Bleib unbedingt bis zum Ende des Videos, da bekommst du nochmal einen ganz heißen Tooltip. Und jetzt legen wir los. So einfach machst du jetzt aus einer E-Mail eine Aufgabe, die in deiner Aufgabenliste automatisch dann steht. Schleich dich hier auf das Fähnchen an und mit einem Direktklick ist diese Aufgabe für heute fällig mit dem Betreff aus der E-Mail auch in deiner Aufgabenliste enthalten. Wir können aber auch statt des Direktklicks mit der rechten Maustaste diesen Bereich auswählen. Hier haben wir dann die Möglichkeit, den Termin auf morgen zu setzen oder, und das empfehle ich dir hauptsächlich, benutzerdefiniert festzulegen, wann du diese E-Mail bearbeiten möchtest, um sie in der Aufgabenliste dann auch verfügbar zu haben. Ich gehe jetzt hier einfach im Datumsnavigator mal auf ein beliebiges Datum und dann schauen wir uns das an, wie das jetzt in der Aufgabenliste von Outlook aussieht. Ich empfehle dir, dass du die Einstellungen der Aufgabenliste, damit du das immer sofort siehst, das wäre hier dieses Icon unten, dass du es hier einmal über die Navigationsoption so einstellst, dass du die Kompaktnavigation abschaltest. So hast du dann den direkten Zugriff auf Aufgaben. Wir sind jetzt hier in meiner Aufgabenliste. Für den 2. September hatten wir uns eine E-Mail gekennzeichnet und hier sehen wir diese E-Mail auch. Ich finde diese Funktion sehr gut, weil ich auf diese Weise sehr einfach eine hereinkommende E-Mail über dieses Fähnchen in meine Aufgabenliste eintragen lasse. Seit weitere Aufgaben zu deiner Aufgabenliste hinzufügen, indem du hier oben auf Neue Aufgabe klickst, dann hier den Text zur Aufgabe einträgst, das Fälligkeitsdatum einstellst, hier oben noch die Kategorie mit dazu gibst. Das Kategorisieren ermöglicht dir gebündeltes Abarbeiten von ähnlichen Aufgaben. Du kannst hier unten übrigens auch noch eine E-Mail hinzufügen, die du aus dem Posteingang zum Beispiel kopiert hast. Und dann klickst du hier einfach auf Speichern und Schließen. Die Aufgabe wird dir hier mit hinzugefügt. Du kannst hier über Drag and Drop auch einfach die Reihenfolge verändern. Starte also immer so, dass deine Aufgabenliste mit dem Wichtigsten vorbereitet ist. Perfekt also, wenn du hier einfach durch Aufklicken des aktuellen Tages sofort weißt, was deine To-Dos sind. Und noch besser, wenn du in Führung gehst und zwar so, dass dein Outlook schon mit dem startet, was du am nächsten Tag zuerst zu tun hast. Das heißt, wir stellen uns jetzt hier über Datei und in den Optionen ein, dass hier über erweitert unser Outlook mit diesem Ordner hier startet. Hier ist es ganz wichtig, dass du einmal auf Suchen gehst und dann diesen Schieberegler, der sonst nämlich so steht, dass du den ganz nach oben schiebst, um hier die sogenannte Aufgabenliste auch wirklich zu sehen. Und hier klickst du dann auf OK, klickst dann wieder auf OK und zukünftig startet dein Outlook dann mit den Aufgaben statt mit dem Posteingang, wo sich so viele Menschen immer wieder verzetteln. Bevor ich noch zu einem weiteren kostenlosen Tooltip komme, zitiere ich gerne Benjamin Franklin.
Er sagte einmal, wenn du es nicht schaffst zu planen, dann planst du es nicht zu schaffen. Und damit dir das eben nicht passiert, schau dir auch den Tooltip zur To-Do-App an. Sie ist kostenlos und beinhaltet auch die Outlook-Aufgabenfunktion. Ran an deine Planung für Work-Life-Excellence. Tu es für dich und deine Lieblingsmenschen.